Bereits zum dritten Mal haben sich am 11. November in Wien die Partnerinnen und Partner des SQA-Netzwerks versammelt. Thema waren die neuesten Entwicklungen rund um die Initiative Schulqualität Allgemeinbildung. Was brauchen denn Schulen an Beratung? Wie kann das ausschauen, um Schulqualität gut zu unterstützen? Im Zentrum stand dieses Mal das Thema Beratung und damit die EBIS-Beraterinnen und Berater. EBIS, kurz für Entwicklungsberatung in Schulen, hat die externe Beratung und Begleitung von Schulentwicklungsprozessen zum Ziel. All die Dinge, die jeder und jede von uns macht, haben letztendlich einen Fokus, nämlich uns auf die Qualität des Lernens und der Lehrprozesse zu konzentrieren. In einer kurzen Podiumsdiskussion sprachen EBIS-Beraterinnen und Berater über ihre Tätigkeit. Thematisiert wurden dabei auch Möglichkeiten zur aktiven Einbindung von Netzwerkpartnerinnen und Partnern in den Beratungsprozess. Wichtig ist eben, dass Schulen aufmachen und eben auch Fachberatung von außen hereinlassen. Und das ist aus meiner Erfahrung nach noch immer sehr selten. SQA ist einfach ein neuer Anlass für Beratung von Schulen. Und zwar für mich schon auch ein besonderer, nämlich einer, der ganz viel Verbindlichkeit hat. Die Teilnehmenden hatten im Rahmen des Vernetzungstreffens auch Raum für den Austausch untereinander und das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten. Nach der Mittagspause haben sich die Anwesenden zum Thema Qualität von Beratung ausgetauscht. Wie muss denn diese Beratung sein aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung, damit sie für die Schulen hilfreich ist? In Gruppen sind Aspekte von Beratungsqualität diskutiert und Plakate gestaltet worden. Anschließend wurden die Ergebnisse den anderen Teilnehmenden präsentiert. Wir versuchen das ein bisschen zu clustern und schauen, ob sowas entsteht wie ein roter Faden, wo man sagen kann, das ist für uns Qualität in der Beratung. Fach- und Prozessberatung sollen verzahnt sein. Wir sehen das so, SQA-Beratung heißt Mut machen zur Veränderung. Die SQA-Entwicklungsgruppe hat den Anwesenden neue Bereiche und Funktionen der SQA-Website vorgestellt. Zu finden unter www.sqa.at. Das nächste SQA-Netzwerktreffen findet im Mai 2014 statt. Danke, schönen Abend.